Ich habe diese 100 Euro Mystery Box gekauft. Anders als bei den meisten Spielen wird dir garantiert, dass du hier sicher was für dein Geld bekommst. Also meinte der Typ am Stand zumindest, während er komisch gelacht hat. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Dafür bin ich zu einer der größten Messen Europas gefahren, und zwar der Dokumi. Ich möchte herausfinden, ob ich Gewinn mache, wenn ich den Inhalt einzeln weiterverkaufe. Was in der Box drinne war und wie man versucht hat, mich zu betrügen, wird euch überraschen. Also bis zum Ende dranbleiben. Die Autofahrt wurde mit passender Musik gut überstanden. Dann ging es erstmal ins Airbnb, welches ich mir mit 4 Freunden teilte. Hier eine kleine Roomtour. So sieht die Wohnung aus, beziehungsweise das Airbnb, wo ich mit meinen Leuten penne. Hier ist das erste Zimmer. Zack. Wohnzimmer. Genau hier. Kann man bügeln. Ich habe noch nie in meinem Leben gebügelt. Real Talk. So sieht es aus von draußen. So, hier ist die Küche. Ziemlich nice. Bis auf das da. Die Uhrzeit ist hardcore falsch da. Hier noch so ein Tisch. Auch ganz gechillt. Wie findet ihr das schwarz hier? Ich finde das eigentlich ziemlich nice. Ist überhaupt was im Kühlschrank? Ich weiß selbst nicht. Alles, was man zum Leben braucht. Ist mehr als bei mir zu Hause in der gut. So, zack, das Zimmer. 2 Betten, ganz entspannt. Zack, sieht auch sehr clean aus. Bisschen auf Natur machen. Schere, Stein, Papier gemacht, wer wo pennen muss, aber passt. Und hier könnt ihr tatsächlich direkt auf Twitch drücken, um mir dort zu folgen und dabei zu sein. Erster Link in der Videobeschreibung. Zack, zack. Und noch ein Balkon. Auch ganz relaxed. Das Airbnb ist sowieso nur zum Schlafen gedacht und daher perfekt für diesen Ausflug. Die anderen warten schon. Wir gehen jetzt Korean Barbecue essen, vermutlich. Hoffentlich kriegen wir einen Tisch. Und dann würde ich das nochmal filmen. Bis gleich. Wie erwartet war es in ganz Düsseldorf überlaufen. Keine Reservierungsmöglichkeiten, also mussten wir es auf gut Glück versuchen. 4 von uns haben das Haupt-Barbecue-Menü bestellt. Da sind die verschiedensten Fleischsorten und Meeresfrüchte dabei. Als Vorspeise habe ich Gyoza gewählt. War lecker, aber heiß. Sehr heiß. Aber schaut euch mal den Preis an. Knapp 50 Euro. So viel Geld für Essen habe ich noch nie in Deutschland ausgegeben. Ob es sich gelohnt hat, erfahrt ihr gleich. Ich war unser Grillmeister oder Grillloser, Ansichtssache. Also musste ich bei mittlerer Hitzestufe aufgrund der dünnen Fleischscheiben achtsam bleiben. Zugegeben, es gibt eine extra Grillzange, aber ich dachte, mit Stäbchen kommt es cooler im Video. Um mich herum seht ihr übrigens viele kleine Snacks wie Kimchi, Brokkoli, Kartoffeln etc. Oh mein Gott, es cringet mich wirklich weg, das hier so zu sehen. Mir wurde erst danach erklärt, wie man diese Salatblätter eigentlich benutzt. Und zwar streicht man erstmal die Soße auf das Salatblatt, packt dann das Fleisch rein und wenn man will noch andere Zutaten, dann formt man es zu einem kleinen Ball und isst es bestenfalls in einem Stück. Auf jeden Fall nicht so. War es das Essen wert für den Preis? Die Erfahrung auf jeden Fall. Das Essen selbst zu grillen und so viel Auswahl zu haben, war echt eine tolle Erfahrung. Geschmacklich war es auch top, jedoch werde ich kein regelmäßiger Besucher. Ich bevorzuge es, mein Essen ohne immer wieder Pausen zwischendrin und für einen niedrigeren Preis zu genießen. Meine Gesamtbewertung ist eine 7,5 von 10. Jetzt würden wir eigentlich noch draußen chillen, ein paar sind jetzt aber schon müde, ich weiß nicht. Ich bin zwar gar nicht so der Clubgänger oder so, aber so ein bisschen draußen in der Stadt chillen wäre schon cool. Ich krieg's nicht aus. Dann sind wir noch zur Rheinuferpromenade in Düsseldorf gefahren, dort wo ein Monat zuvor noch der Japantag stattfand und haben das Wasser im Abendlicht auf uns wirken lassen. Ich habe gut geschlafen und frisch geduscht. Jetzt gehen wir los zu Dokumi, ich habe auf jeden Fall Bock. Auf dem Weg hat es leider geregnet, aber es wird sich sicher lohnen für das, was am Ende in der Mystery Box drin ist, oder? Legit, es regnet bös. Ich habe immer diesen Mini-Regenschirm dabei, alle lachen mich immer aus. Tja, wer lacht jetzt? Es ist passiert, ich wurde das allererste Mal in meinem Leben angesprochen für ein Foto. Mein Herz ist geschmolzen. Ich übertreibe wirklich nicht. Es war voll, aber voll mit coolen Leuten. Dann wurde ich nach einem Autogramm gefragt. Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis ich das hier sah. Toll. Ach so, und sorry für das hässliche Herz. Film mal die Kamera. Unseres bisschen... Alter, da können wir nicht mithalten, Bro. Was ist das denn, Mann? So, wir gehen jetzt zur Halle 1. Da ist ja Merchandise und so, ne? Ja. Jetzt will ich noch irgendwas Lustiges machen. Irgendwas... Willst du wen grüßen? Digga, ich grüße meine Mama. Was war das denn? Weiß nicht, ich wollte Lust sein. Ja, geil. Auf solchen Messen hat man immer eine riesige Auswahl von Schmuck und Klamotten über Dekorationen und Plüschtiere. Selbst bei den Mystery Boxen war es so. Die meisten von denen waren themenbasiert, also entweder nur zu Harry Potter oder nur zu Star Wars etc. Für welche ich mich entschieden habe, erfahrt ihr gleich. Gestern gab es hier Korean Barbecue, heute Ramen und wenn alles glatt läuft, morgen, also Sonntag, dann Curry. Als Vorspeise habe ich mir 10 Gyoza bestellt. Es ist einfach meine Lieblingsvorspeise, vor allem mit Sojasauce. Bei den Ramen habe ich mich wie immer für eine Miso-Brühe entschieden. Oh, und natürlich extra Nudeln. Ich meine, wenn man schon mal hier ist, am Anfang immer pusten und dann probieren. Mein Mund brennt aber vor Freude. Nach der Brühe ging es an die Nudeln. Ja, ich weiß, dass man in Japan eigentlich schlürft, statt die Nudeln abzubeißen, aber ich wollte die anderen Gäste nicht verschrecken. Meine ehrliche Meinung... Vertone ich lieber nach, da ich kein persönliches Problem mit euren Ohren habe. Die Brühe war geschmacklich viel zu schwach. Der Rest war gut. 6,5 von 10. Danach ging es nur noch ins Airbnb zum Schlafen und da ich Schere, Stein, Papier
gegen meine Freunde verloren habe, musste ich am nächsten Morgen als erstes von uns aufstehen, um duschen zu können. Okay, jetzt geht's ab zum letzten Tag von der Dokumi, Sonntag. Okay, wir müssen uns beeilen. Ich wurde mit der Mission beauftragt, einen Bäcker zu finden. Ich habe mich für einen in einer friedlichen Seitenstraße gelegenen und ohne großen Namen entschieden. Bevor es auf die Messe geht, gibt's Frühstück. Das hier ist für mich und meine Freunde holen sich gleich. Nein, Spaß, nein. Also das war jetzt wirklich richtig lecker. Jetzt geht's los zur Messe. Dadurch, dass wir schon früh morgens aus dem Airbnb auschecken mussten, war ich am Sonntag schon ziemlich früh auf der Messe. Übrigens hatte es diesmal nicht geregnet und genau nachdem ich das lobend erwähnt habe, hat es wieder angefangen. Ganz nebenbei, das Schild hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ich wollte die ganze Zeit Lucky Bags kaufen für dieses Video. Ich will halt etwas, wo man wirklich gar nicht weiß, was darin ist. Falls ihr das seht, wie gesagt, habe ich es geschafft. Ne? Lucky Bags, ey, ich sehe hier direkt was. Lass was mitnehmen. 100 hatten die, 100 ist aber ausverkauft leider. Ja, ist das, was ich meinte. Aber wir haben doch gestern die ganze Zeit gesucht. Ja, ja. Ey, die haben diese Lampen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, schreibt in den Chat, ob ich es mir holen soll, aber schwierig. Also es gibt eins noch, falls du es willst. 150 haben wir gefunden. Oder 500. 500, Alter, muss ich erstmal Teller waschen bis zur nächsten Dokumi, damit ich wieder im Plus bin. Ja, mir tut meine linke Arschbacke weh. Deine linke Arschbacke tut dir weh? Ja, vorwärts laufen. Okay, also das habe ich ja noch nicht gehört. 100 Euro finde ich wahrscheinlich echt nicht mehr. Aber die Con schließt auch gleich. Oh, Wings Club, Hammer. Heller als Licht. Leuchtet dein Zauber. Oh, shit. Ja, wieso richtig weird angeguckt? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das würde mich mal interessieren. Kriegst du das drauf, wie krass das ist, oder sieht man das auf der Kamera nicht? Da kriegst du doch Langzeitschäden von. Nur krasse Cosplayer hier, ne? Wie findet ihr den? Der ist krass. Wird der mir stehen? Entschuldigung, können Sie kurz warten? Ich bin halber Italiener geworden. Auf jeden Fall meinte er jetzt gerade, dass die keine Bags mehr haben. Er meinte, die machen jetzt 150. Und dann meinte ich, ob er für mich 100 machen kann. Er meinte, ja. Ey, die sah aus wie meine alte Nachbarin. Naja, glaubst du, die packen da jetzt, weil LAN-Schluss ist, weniger nice Sachen rein? Oder glaubst du, das ist noch geiler, wenn ich das deswegen dann mache? Dass ich so richtig f*** werde? Okay, nice. Ja. Thank you very much. The first time I buy a lucky bag. The very first time. Yeah. So I hope I'm lucky. I think you can be happy. Yeah? Okay, cool. Thank you very much then and have a great day. Bye bye. Ich werde so heftig gescammt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ui, ui. Wir haben es geschafft, japanisches Curry, und keine Sorge, heute habe ich keine 10 Gyoza für mich allein bestellt. Diesmal waren es 12, aber schaut euch die nicen Chili-Flocken oben drauf an, wie könnte ich da widerstehen? Eine kleine Miso-Suppe gab es auch dazu, die okay war. So, Essen ist dann, ich bin ja ehrlich zu euch, ist klar, es war fein, würde ich sagen, ja, fein. Danach ging es nach Hause. Ich schaue jetzt, was hier drin ist. Wie mache ich das auf? Einfach aufreißen. Ich guck noch nicht rein. Ich mach nur auf. Oh, damn. Ich würde vorschlagen, ich nehme jetzt immer irgendwas Zufälliges raus und guck dann, was da drin ist. Okay, irgendwas Kleines. Okay, schon mal ein Haargummi. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Übrigens, auch wenn ihr euch mit Anime nicht auskennt, ist das völlig egal. In diesem Video geht es nämlich einfach darum, ob ich daraus Profit schlagen kann. Okay, nochmal irgendwas Kleines. Oh, das ist ja actually süß. Was ist das? Das ist ein Minikissen. Das hier war das Haargummi. So, das ist nämlich eine Verpackung. Ach was, Tokyo Revengers. Ja, ich bin gespannt, wie viel die wert ist. Schauen wir mal weiter. Okay, wait, das ist irgendwas richtig Kleines. Ist das ein Ring? Da ist Technik drin. Kann ich das aufmachen oder mache ich das jetzt kaputt? Mega. Schrotte ich das jetzt oder was? Hä, aber da sind so Rillen. Da, oder ist das so gedacht? Was würdet ihr sagen? Okay, bevor ich es schrotte, packe ich es erstmal weg. Okay, auf geht's zum nächsten. Oh, okay, das ist jetzt auch wieder eine Box. Oh, Demon Slayer. Mal gucken, was da noch so drin ist. Oh, das ist was Cooles, Kleines. Nee, das war's. Das ist die letzte Box. Als ob das drin ist. Irgendwas sagt mir, dass ich damit auf jeden Fall Gewinn machen werde. Aber da. Das ist, glaube ich, das teuerste hier. Okay, das war's auch schon. Ich werde jetzt online erstmal schauen, ob ich irgendeine Preisspanne finde, wie viel die so ungefähr wert sind. So, ich habe mir überlegt, diese Charakterboxen einzeln zu verkaufen. Bei den kleinen würde es sich nicht so lohnen, da der Versand schon teurer wäre als das Produkt selbst. Die lege ich also einfach dazu. Okay, hier sehen wir schon mal 28 Euro. Wenn ich hier speziell nach der Figur so suche. Und im Elbenwald auch 35 Euro. Okay, die Figur scheint überall ungefähr 35 Euro zu kosten. Gucken wir mal erstmal weiter nach ihr. Da ist diese Figur 30 Euro und plus 5 Euro Versand. Ich müsste es für genau den gleichen Preis verkaufen, damit ich irgendwie auf meine 100 Euro wiederkomme. Okay, hier stecken jetzt all meine Hoffnungen drin. Bitte über 40 Euro. Was? Für 20 Euro? Du ruinierst mir mein Geschäft. Hier auf der einen Website habe ich das gerade für 38 Euro gefunden. Ja, und hier jetzt wieder 30 Euro. Das hier stelle ich für 35 Euro rein und packe dann noch zum Beispiel das hier dazu. Den stelle ich auch für 35 Euro rein. Dann packe
packe ich das hier dazu. Die Figur kommt für 45 Euro rein. Das hier dazu. Also 35, 35, 45 macht dann 176 Euro. Dann mache ich mich mal ans Verkaufen ran. Wenn ich auch mal eine Mystery Box von Apple oder Mediamarkt etc. kaufen soll, abonniere gerne kostenlos diesen Kanal, um das nicht zu verpassen. Während ich da versuche, halbwegs ansehnliche Bilder zu schießen, bleibt vor allem die Sorge darüber, dass ich noch kaum Bewertungen habe auf meinem eBay Kleinanzeigen-Account. Aber auf dieser Plattform gibt es ja keinen Grund, misstrauisch zu sein. Falls es also nicht klappt, habe ich mir noch eine extrem krasse Notlösung überlegt. Ich war sogar gezwungen, rauszugehen, und was dort passiert ist, glaubt ihr mir nie. Bleibt bis zum Ende dran, um das zu sehen. Ich fange mit dem ersten Produkt mal an. Ich lade die Bilder hoch. Wichtig ist hier tatsächlich auch die Reihenfolge. Ich biete. Ja, was biete ich? Demon Slayer Figur. Okay, ich stelle das für 35 Euro rein, oh Gott. Tierfreier Nichtraucherhaushalt in einer Mystery Box auf der Dokumi gekauft, nicht geöffnet, original verpackt, Titel überzeugt, alles top. Anzeige ist raus. Okay, jetzt stelle ich Tokyo Revengers rein. So, und jetzt noch die Bilder einstellen. Die sind online, mal gucken, wann die erste Person sich meldet. Okay, es ist etwas sehr Unerwartetes passiert. Ich habe die Anzeigen gerade eben vor 2-3 Minuten eingestellt, habe mir gerade ein Müsli gemacht und direkt die erste Nachricht erhalten. Hallo, wie viel kostet der Versand? Grüße Greta. Direkt noch eine Nachricht. Hallo, meine Verbindung ist schlecht und eBay hängt sich auf. Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail für die Kontaktaufnahme. Ah, ist das der erste Scam? Ich weiß noch nicht, was man mit meiner E-Mail-Adresse machen will. Naja, aber erstmal antworte ich hier. Greta war sehr nett. Warum sehen die Buchstaben hier wirklich so komisch aus? Ist das ein großes C? Ich weiß nicht, aber weiß ich nicht, ob das so stimmt, ey. Real talk. Ich google mal gleich, ob das eine Masche ist. Also hallo, der Versand würde 4,79 Euro kosten. So, Doppelpunkt D ist unseriös und genau das brauchen wir. Ja, aber auch ein bisschen nahbarer, finde ich. Komme auch hier, ist aber bitte. Da wird meine alte Deutschlehrerin aber wirklich Aggression bekommen. So. Alter, direkt Nachrichten habe ich nicht erwartet, hä? Betrug oder so, Betrugsmasche? Betrugsmasche, also keine Ahnung, wahrscheinlich ist das jetzt keine Masche, aber ich guck mal vorsichtshalber. Okay, wait, jetzt wo ich zu ihm was schicke, dauert das auch 5 Jahre. Alter, Robert hat jetzt auch das schlechte Internet zu mir geschickt. Großartig, damit ich den Artikel bezahlen kann, bitte ich um Angabe einer E-Mail-Adresse, danke. Also irgendwie klingt das echt ein bisschen sus. Und wir erinnern uns an das, was ich gerade geöffnet hatte. So, warte, was stand hier nochmal? Sie fragte nach meiner E-Mail-Adresse, um zu bezahlen. Dann habe ihr die Dame geschrieben, dass sie bereits über die Sicher-Bezahlen-Funktion gezahlt hätte. Um das Geld zu erhalten, solle Grimm eine E-Mail bestätigen, die angeblich von eBay Kleinanzeigen selbst käme. Okay, super. Du meinst meine PayPal-E-Mail-Adresse, richtig? Ah, Doppelpunkt D lasse ich mal weg. Jemand, der großartig sagt, wird mit Doppelpunkt D wahrscheinlich nichts anfangen können. Leider wurde ich schon einmal auf diese Art betrogen. Ich werde direkt über eBay bezahlen. Dafür brauche ich deine E-Mail. Ist gut? Nee, ist nicht gut. Ey, warte mal, das klingt gerade wirklich... Ich habe nur eine einzige Seite rausgesucht, kurz mal durchgeskippt, bevor die Nachricht ankam. Und scheinbar passiert genau das gerade mit mir. Krass. Ich habe hier 0 Besucher. Und eigentlich aktualisiert das relativ akkurat. Und sie schreibt genau dazu. Aber hier war noch nie jemand drauf. Dementsprechend kann es wirklich sein, dass da wirklich einfach gar kein Interesse besteht daran. Oh, dann sind wir hier live Zeuge eines Scams. Krass. Okay, ich habe direkt eine neue Nachricht bekommen. Ich habe einen Artikel bei eBay bezahlt und erhalte eine E-Mail über den erfolgreichen Kauf. Sie müssen die E-Mail öffnen und ihre Daten eingeben, um die Zahlung zu erhalten. Ach so, okay, super. Okay, also wirklich, das ist ja nun wirklich komplett gar nicht geplant gewesen. Das eskaliert hier gerade komplett. Boah, jetzt tue ich so richtig auf unsicher und damit locke ich ihn oder sie aus der Reserve. Ich würde nicht safe sagen, dass jetzt ein doch jetzt schick sofort kommt, weil dann könnte man denken, dass ich sowieso abgeschreckt bin und das sowieso nicht mache. Gott, das ist so aufregend, ey. Wir können auch mal auf das Profil gehen übrigens. Okay, seit dem 3.7. Also das ist ja der Überscam wirklich. Weil das Video am 4.7. aufgenommen wurde. Übrigens würde ich echt so vorgehen, dass ich erstmal ein paar Tage warte und dann mit dem Preis runtergehe. Okay, da kam jetzt ein Affe zurück. Was heißt das jetzt? Kommt da jetzt noch was oder war das jetzt einfach nur der Affe und Gutes oder was? Ja, ich glaube, damit wurde das Gespräch an der Stelle beendet. Ihr glaubt nicht, was ich gerade eben für eine E-Mail bekommen habe. Genau das, was hier gesagt wurde. Doch gerade als ich meine Kreditkartendaten eingegeben hatte, bekam ich zum Glück eine echte E-Mail von eBay, in der ich von der Käuferin gewarnt wurde. So konnte ich schnell meine Kreditkarte sperren lassen. Und genau das steht ja auch gerade drin. Wir haben den Zugang von Greta eingeschränkt. Also fassen wir mal kurz zusammen. 2 Leute haben sich bisher gemeldet. Der eine hat kein Internet, deswegen möchte er meine E-Mail-Adresse haben, aber schreibt mir übers Internet. Die andere Person will auch meine E-Mail-Adresse haben, um dann da mich irgendwie mit einer Kreditkarte zu scammen. Ich würde mal sagen, bisher eine ziemlich gute Quote. Abgesehen von den 2 Leuten, die mich scammen wollten, hatte ich keine einzige Nachricht erhalten. Es ist knapp
eine Woche vergangen und ich bin wirklich fassungslos. Würde die Verzweiflung selbst Kleinanzeigen aufgeben, würden sie so aussehen. Ich bin von ungefähr 30, 40 Euro auf 5 Euro runtergegangen und dann auch noch Verhandlungsbasis. Es meldet sich trotzdem keiner. Ich werde das jetzt als zu verschenken angeben, dann mit ihnen schreiben und sie fragen, ob sie nach dem Erhalt meines Pakets mir etwas Geld überweisen wollen würden. Dann wird das halt ein soziales Experiment. Vielleicht überweist ja wirklich jemand was. Vielleicht lügt jemand auch nur, wartet darauf, bis er das Paket hat und meldet sich danach nie wieder. Nehme ich mal Bezahlung raus. Wenn das auch nicht klappt, komme ich zu Plan Z. Es sind jetzt einige Tage vergangen und ich habe Neuigkeiten. Meine Anzeigen wurden gelöscht. Scheinbar war jemand eifersüchtig darauf, dass ich so coole Figuren habe und er nicht. Ich habe sofort Beschwerde eingelegt und meine Anzeigen wurden daraufhin sofort wieder freigeschaltet. Also auf die Demon Slayer Figur habe ich knapp 100 Besucher, bei Tokyo Revengers knapp 50. Ich habe eiskalt mehr Aufrufe auf meine eBay-Anzeigen als auf meine Videos. Es haben mich doch schon einige Nachrichten erreicht, aber meistens wurde dann einfach nicht mehr geantwortet. Sinn der Sache war ja eigentlich, dass ich den Preis nicht weiß. Hier wurde der Preis sofort genannt. 25 Euro klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Wir können auch mal auf ihr Profil gehen. Okay, seit 2015, das ist immer ein gutes Zeichen. Ach, hier ist auch eine Demon Slayer Figur drin. Ja, okay. Ah, wollte Shinobu haben. Das ist ja Shinobu. Somit verkaufe ich beide für je 60 Euro Verhandlungsbade. Oder tausche gegen Shinobu. Boah, stellt euch vor, ich werde jetzt trotzdem gescammt. Aber da ich nicht alle Figuren losgeworden bin, gibt es nur noch einen Ausweg. Plan Z. Der Horror aller Zocker und Seriengucker. Die Außenwelt. Okay, ich habe auf jeden Fall diese Figuren jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, wahrscheinlich nicht. Okay, das ist jetzt nicht geplant. Verschenke Anime-Figur und dann in klein bezahlen danach. So? Ja. Redest du gerade mit mir? Ja. Achso. Ja, ich würde das so machen. Ja, ist gut. Kurz und knackig. Ich dachte erst, das liest sich sowieso niemand durch, aber wie ihr am Ende sehen werdet, lag ich falsch. Sehr falsch sogar. Sieht gut aus bisher? Ja. Es läuft gerade eine Spinne meinen Arm hoch, aber das Video hat Priorität. Ja. Solange sie sich nicht mit dir paaren will, du weißt, was die Weibchen danach machen, ne? Mhm. Ey, den Stift neu gekauft, ne? Direkt leer. Die ersten Stunden wurde ich eigentlich nur schief angeguckt oder Leute haben gelacht, was ich nicht verstehen konnte. Ich habe mir nämlich alle Mühe gemacht, so unauffällig und normal wie nur möglich zu wirken. Verschenke an. Anime-Figur. Ich glaube, noch tiefer sinken kann man nicht, oder? Oh nee, ey, ich wirklich wie so ein richtig schmieriger, oder? Ja. Wollt ihr? Nee? Okay. Klappt alles nicht, ja? Die meisten gucken mich allein schon wegen meinen Haaren so komisch an. Und wenn ich denen dann noch sage, dass ich denen eine Anime-Figur verschenken will. Oh Mann, ey. Das kommt immer rüber wie so ein Überscam, wirklich. Ich weiß nicht, wirkt das nicht seriös? Wie kann man da Nein sagen? Verstehst du? Wie geht das? Ja? Aber ist doch schön geschrieben, sei ehrlich, oder? Mega. Was gibt's zu lachen, Potter? Was ist das wirklich? Was ist daran sass? Okay, ich würde sagen, ich spreche jetzt noch ein paar Leute direkt an, weil so wird das irgendwie nichts. Bis gleich. So, ich habe jetzt endlich welche gefunden. Erstmal, hi, ich habe jetzt zwei Figuren. Was wäre für euch eher interessant? Tokyo Revengers als Geschenk für einen Freund. Dann passt das ja perfekt. Ich schenke dir jetzt diese Figur, du musst gar nichts geben. Und dann kannst du danach aussuchen, ob du mir Geld geben möchtest. Wenn ja, wie viel suchst du aus? Ich habe dann sogar eine kleine Box mitgebracht. Da kannst du es gleich einfach reinlegen, während ich weggucke. Ich sehe nichts. Und dann erst, wenn wir uns nie wiedersehen, schaue ich rein, wie viel da drin ist, okay? Okay, das ist deine Tokyo Revengers Box. Die gehört dir. Vielen Dank. Jo, kein Problem. Hier einmal kurz für euch. Ich gehe einmal ganz kurz weg. Du kannst dahin filmen. Ich gebe einfach alles, was ich habe. Ich habe hier so ganz viel Kleingeld. Okay, ja. Kannst wiederkommen? Ich bin gespannt. Okay, chillig. Das will ich dann zurücknehmen. Ich pack's ganz vorsichtig hier rein. Und dann generell noch einen geilen Tag, ne? Vielen Dank. Danke. Okay, ciao. Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich mach diese Sneaky-Musik rein, weißt du? Dieses. Düdüm, düdüm. Ah ne, das ist der rosa-rote Panzer. Die Musik, die jetzt läuft, die ist passend. Soll ich einmal filmen aus Viewer-Perspektive? Das ist eigentlich ganz interessant. Und falls du dir jetzt denkst, wow, was ein professioneller YouTuber, wie hat der da einen Stuhl hintransportiert? Naja, der lag da einfach. Ich wollte einmal nur witzig winken. Alter, der Rückkopf ist zugeschaut. Schau dir das mal machen. Oh, der Maulkorb. Der ist groß. Der Maulkorb, der ist fetzig. Ich war geschockt. Nicht nur, dass niemand zur Tüte gegangen ist, es schien auch wirklich niemanden zu interessieren. Es ist zu weit weg, kann man es nicht sehen. Ich habe gewartet und gewartet und als nach langer Zeit immer noch nichts geschehen ist, wollte ich gerade aufstehen und meine Tüte nehmen, als das passiert ist. Musik. Oh Gott, ja, ich glaube, das kann. Oh
oh mein Gott, er nimmt die wirklich. Jetzt guck dir mal den Dings da an, meine kleine Box. Oh Gott, da ist ja noch das Geld für den Jungs. Ich schwöre, er auf alles, er nimmt das. Ich schwöre auf mein Leben. Ich schwöre auf alles. Ich guck nur auf, wenn ich weg. Was soll ich machen? Soll ich jetzt gehen oder bei mir? Ja. Also kamen wir ins Gespräch, ich habe ihm erklärt, dass ich gerade ein YouTube-Video filme und nur schauen wollte, wie die Menschen auf die Tüte reagieren. Dann wurde er neugierig und hat gefragt, was für eine Art von Video das ist, etc. Dann meinte er, dass er für einen kurzen Moment überlegt hat, mit der Tüte auf dem Fahrrad abzuhauen. Ich habe mich dafür bedankt, dass er sich dagegen entschieden hat. Und dann noch gefragt, ob er Lust auf ein kleines Interview hätte. Mich hat es nämlich echt interessiert, was so in seinem Kopf vorging. Er hat kurz gelacht und dann mit Freuden eingewilligt. Übrigens, wenn du irgendwas nicht machen willst, musst du natürlich nicht, ne? Ja, ja. Wie ist dein Name, wenn ich fragen Daniel, darf? Daniel. Okay, freut mich. Du hast gerade diese Tüte gesehen, ne? Und was ist da so in deinem Kopf vorgegangen? Ja, ich dachte, warum steht die da? Was ist das überhaupt? Und ja, hab erstmal geguckt, wem die gehört, ne? Mhm. Ob hier einer in der Nähe ist. Ja, ne? Oder ob ich damit abhaue. Also das hast du kurz überlegt? Ja, habe ich kurz überlegt. Ja, genau. Aber mit dem Fahrrad zum Beispiel hätte ich dich auch nicht erwischt, ne? Ja, ja. Ich muss man schon sagen, du hast schon geguckt, ob es irgendwem gehört, alle gefragt und so, ne? Ja, ist wichtig, Ja, weil ja. Ich will jetzt hier nicht das einfach wegnehmen, ne? Ja. Auf Geld ist man immer angewiesen, sage ich mal. Aber der Inhalt, ich bin jetzt nicht der Reichste, sagen wir mal so. Achso, okay, ja. Das rechne ich dir auf jeden Fall echt hoch an, auch wenn du jetzt vielleicht gerade nicht so das größte Bankkonto vielleicht jetzt hast, dass du das jetzt nicht einfach weggenommen hättest. Aber ich würde dir einfach, weil du mir sehr sympathisch bist und weil ich das wirklich sehr, sehr schätze, dass du damit jetzt einfach nicht weggelaufen bist, 10 Euro geben, wenn du möchtest. Ja, korrekt. Danke dir. Okay, danke kein dir. Problem. Ja, ist schon sehr korrekt, mein Freund. Ja, klar, Dankeschön. Kein Problem, ne? Ich hoffe, du kannst es gut gebrauchen, ne? Ja, danke dir. Ja, cool, kein Problem. Glück, ne? Jetzt sieht man halt, ne? Du warst ein guter Mensch und dann kommt Gutes zurück, oder? Ja, sehr gut, sehr gut. Genau. Also, immer gut bleiben. Doch sind die beiden anderen Figurenbesitzer genauso korrekt wie Daniel? Ich habe im Übrigen insgesamt nur 2 seriöse Anfragen bekommen. Einmal von Max, der dann doch lieber die Rem-Figur für seine Ehefrau wollte. Und Isa, die schon länger nach der Figur sucht, die ich ihr geschickt habe. Sie fragt sogar schon, ob es nicht sicherer wäre, wenn man zuerst bezahlt. Die beiden Figuren sind verschickt. Jetzt heißt es warten, bis die Ware eintrifft und gucken, ob ich blockiert werde. Die Figuren kamen beide am nächsten Tag an. Ich habe extra noch nicht in meinen PayPal-Account reingeschaut, aber Isa auf jeden Fall eine Ehrenfrau. Sie schreibt von sich aus, dass sie es gerne bezahlen würde und 2,5 Stunden später sagt sie, dass das Geld draus sein müsste. Gucken wir mal nach. Tatsächlich, 25 Euro mit der netten Nachricht, Dankeschön. Ich danke dir, Isabel. Da habt ihr es. Es gibt auf jeden Fall noch gute Menschen. Machen wir weiter mit Max. Er hat mir heute Morgen geschrieben, guten Morgen, ich melde mich bald bei dir. Habe gerade alle Hände voll zu tun mit der Familie. Dann überweise ich dir auch was per PayPal. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass eine PayPal-Überweisung schneller geht, als diese Nachricht zu schreiben. Aber das ist kein Problem. Ich warte einfach mal ab. Es sind jetzt mehrere Tage vergangen und Max hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Mir fällt gerade auf, ich würde damit nicht mal 45 Euro minus machen, sondern 52 Euro, weil der Versand schon 7 Euro gekostet hat. Naja, ich gebe ihm noch mal mehrere Tage Zeit. Es ist wieder einige Zeit verstrichen und Max hat immer noch nichts geantwortet. Und für den Fall, dass jemand von euch denkt, er hätte es vergessen, habe ich ihm doch noch mal geschrieben. Und sonst habt ihr es ja gesehen, er hat jedes Mal innerhalb von 2 Minuten geantwortet, aber ich bin ihm nicht böse. Ich gönne seiner Familie diese Figur. Okay, stopp! Ich war schon dabei, das Video hochzuladen, als ich das hier gesehen habe. Nach meiner Nachricht hat sich Max gemeldet und 15 Euro überwiesen. Oh, ich wollte so cool den Text abschicken, während ich rede, aber das hat hier nur eine neue Zeile hingehauen. Oh Mann, ey. Soll ich das jetzt nochmal neu aufnehmen? Nee. Abzüglich Versand sind das 8 Euro und die schätze ich sehr. Vielen Dank, Max. Also, wenn ich das so zusammenrechne, sind das 25 Euro von Isabel minus 5 Euro Versandkosten und diese 20 Euro dann plus 8 Euro von Max. Also 28 Euro insgesamt. Warte, waren das nicht 3? Oh! Oh, ich habe das Geld der Jungs vergessen. Ich habe das ernsthaft vergessen. So, ich habe immer noch nicht in die Box reingeguckt. Mal gucken, ob dort genug drin ist, um den Verlust von 72 Euro aufzuwiegen. Okay, let's see. Ich schätze, das sind 3,70 Euro, sage ich. 1, 2 Euro. Hä, 5 Euro? Ich mache mal ein Bild davon. Zip. Und füge es hier ein. 5,18 Euro, das ist wirklich mehr, als ich gedacht habe. Also no front. Insgesamt also 33,18 Euro. Auch ein Riesendank an euch, Jungs. Also ist es insgesamt ein Verlust von 66,82 Euro. Und wisst ihr was? Das ist mehr als okay für mich. Denn ja, in diesem Video ging es in erster Linie darum, ob ich mit dem Inhalt einer Mystery Box Gewinn machen kann. Aber Menschen eine Freude zu machen, ist mehr wert als Geld. Vielleicht, weil sie jetzt für wenig Geld ein super Geschenk für ihre Mitmenschen haben. Vielleicht aber suchen sie selbst schon
schon lange nach genau diesem Geschenk für sich. Also ersetzen wir diese Anzeige hier unten doch am besten mal durch ein Video, was euch sicherlich gefällt und ihr unbedingt anklicken solltet. Nee, ernsthaft, klickt drauf.